Hier kommt UPS jeden Tag, bringt Kartons, wir packen das Zeug aus und dann können wir spielen. Wenn man ein Kind ist, wird man irgendwann eingeschult und dann ging so diese Leistungsgesellschaft los. Dieses unlimitierte, zwangfreie Spielen, das war dann irgendwie mit der Einschulung vorbei. Und das haben wir hier nicht. Die Leute kommen zu dir und haben ja keine Krankheit wie beim Arzt, sondern die kommen zu uns, um sich geiles Spielzeug zu kaufen. Und die merken sofort, dass der Funke sofort überspringt, dass wir echt totale Elektronik-Nerds sind. Klang ist für mich ein Gefühl. Es muss satt sein vom Sound her. Es muss quasi hochauflösend sein. Das heißt, also ich möchte eine Bühne erzeugen. Ich habe früher so einen Lego-Technik-Karton gekriegt und mein 4 Jahre älterer Bruder auch. Und wir saßen tagelang und haben nur Lego-Technik, jedes Ding zusammen durchgebaut. Ich konnte die Dinger so schnell halt zusammenbauen, ich brauchte gar keine Zeichnung mehr dafür. Und das ist einfach das, was heute, was wir hier genau so machen. Wenn die Leute sich bei mir ins Auto reinsetzen, dann habe ich das teilweise, dass sie nach ihr Telefon zücken, telefonieren und mich danach fragen, ein Kumpel kommt gleich von mir, kann der sich das auch nochmal anhören? Mein Hobby zum Beruf machen war früher immer schon eine Idee, die ich nie durchsetzen konnte. Als Elektriker geht man auf den Bau und stemmt irgendwelche Wände auf und legt da irgendwelche Kabel rein. Und hier macht man das eigentlich mit viel mehr Zuneigung, sag mal, auch zu dem Material, mit viel mehr Liebe, ne? Ich habe meinen ersten Verstärker mit 18 gekauft, der läuft heute noch. Den habe ich dann irgendwann einen Kunden gegeben, der sein Bruder, und irgendwann kam dann ein Arbeitskollege von ihm an und dann ist wieder einer 18 geworden und so ist der immer irgendwie weitergezogen. Und das freut mich, wenn ich den wieder in die Hände kriege, denke ich, oh geil, meine alte Audison Endstufe LR 270 und die fährt immer noch. Und das ist einfach Nachhaltigkeit.